Yami und Dakota, so hat Sadis auf Grey ihr Leben verändert. Sorgen sie für mehr Schwung unter der Bettdecke? Als Anastasia Steele und Christian Grey haben Dakota Jonsson, 28, und Yami Don An, 35, Filmgeschichte geschrieben. Die drei Teile von Sadis of Grey locken vor allem wegen ihrer verruchten Szenen und der geballten Leidenschaft Millionen Zuschauer in die Kinos. Das geht auch an den Hauptdarstellern nicht spurlos vorbei, die sich mittlerweile sogar als Sexflüsterer verstehen. Bild traf die Schauspieler in Paris, wo die Weltpremiere des finalen Streifens stattfand. Warum die Verfilmungen der Lustromane weltweit so ein Erfolg sind, kann sich im Interview ganz genau erklären: Wir haben den Sex befreit. Plötzlich können viele Menschen viel offener über Sex sprechen. Stimmt seiner Co-Darstellerin in diesem Punkt zu, es öffnet die Augen für andere und freiere Arten des Sex. Das ist cool. Aber nicht nur das Liebesleben der Zuschauer würde sich nach den Aufnahmen verändern. Alles ist anders. Millionen Menschen kennen dich plötzlich. Meine Frau war im 8. Monat schwanger, als ich drehte. Unsere zweite Tochter kam 14 Tage vor dem zweiten Teil auf die Welt. Wenn du Vater bist, ändert sich die ganze Welt, zeigte sich der gebürtige Ira und stolze Vater begeistert.